Bibliothek.
Ja, bis hierher eine sehr schöne Busfahrt. Also wirklich toll zu sehen, wie damals so gefahren wurde. Vor allen Dingen auch natürlich mit der Haarschaltung. Das ist natürlich was ganz Besonderes, Tolles, mit dem Schaltwagen mitzufahren. Obwohl der Schaltwagen ja doch immer sehr beansprucht wird, hat man jetzt auch gerade immer schön gehört mit den Drehzahlen. Da geht schon ordentlich was. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass der Bus die Stuttgarter Steigungen rauf zum Killesberg und zum Fernsehturm immer erklimmen muss. Und die Steigungen sind jetzt für ein Auto kein Problem, aber für einen 18 Tonnen schweren und 18 Meter langen Bus dann doch eher eine Herausforderung. Das hat man auch gemerkt, denn wenn der Fahrer in den dritten Gang geschaltet hat, dann quasi, ja, ist der Bus nicht mehr vorwärts gekommen, und deswegen musste er meistens in den zweiten Gang schalten und da dann unter höchster Drehzahl fahren. Das war nicht immer ganz angenehm für den Motor wahrscheinlich, aber lässt sich dann nicht vermeiden. Andererseits, als wir runtergefahren sind, war der Bus dann immer meistens an seinem Geschwindigkeitslimit. Der Bus hat, soweit ich weiß, nur 4 Gänge. Und dann war er mit 60, 70 km/h schon echt an seinem Limit. Das hat man auch gehört. Aber dafür ist es auch ein Oldtimer. Ja, und irgendwann auf Höhe des Fernsehturms oder kurz dahinter hat sich dann der Motor sehr oder das Getriebe bemerkbar gemacht. Denn auf einmal hat irgendwas angefangen zu klappern und zu scheppern. Das hört man jetzt dann bald auch in den Aufnahmen. Und ihr werdet merken, das ist nicht normal und es wird immer stärker. Das hat man besonders gemerkt, als man wirklich im Fahrzeug saß. Gerade beim Runterfahren wurde es dann immer lauter, immer lauter. Der Busfahrer hat sich dann auch schon Sorgen gemacht, ist einmal stehen geblieben, hat den Motor ausgeschaltet, hat ein bisschen gewartet, hat ihn dann wieder eingeschaltet. Keine Besserung. Hat sich dann irgendwie gedacht, irgendwas stimmt mit dem Bus nicht. Das hat im Grunde genommen schon jeder gemerkt, weil da der Motor wirklich nicht mehr ganz auf der Höhe war. Und irgendwann hat er dann beschlossen, zum Betriebshof zu fahren, und dann hat das Getriebe so dermaßen laut gescheppert. Und das hört man dann wirklich auch in den Aufnahmen. Bevor wir da irgendwie liegen geblieben wären, sind wir dann halt mit 30, 40 km/h durch die Stadt gefahren. Mehr war nicht mehr drin und sind dann wirklich auf den Betriebshof gerollt. Und dort wurde mir die extreme Ehre zuteil, mir dort sogar einen Bus aussuchen zu dürfen. Ja, wir haben nämlich dann einen Buswechsel gemacht. Der O317G wurde abgestellt. Der musste dann in die Reparatur. Ich vermute mal, es war was Ernsteres mit dem Getriebe, so wie sie es angehört hat. Und dann haben wir eben den Bus gewechselt und ich durfte mir einen Bus aussuchen. Ich habe mir dann den O307 ausgesucht und wir sind mit dem weitergefahren. Und ihr werdet dann nachher auch noch sehen, wie dieser Bus im Betriebshof abgestellt ist, wie wir da hingehen und wie er dann extra erst einmal aufgerüstet wird, bevor dann die Weiterfahrt ansteht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesen äußerst exklusiven Aufnahmen. Genießt es, sowas sieht man nicht alle Tage und vor allen Dingen nicht Bilder aus dem Betriebshof. Thank you.
Laufen. Ach, der Spiegel. Okay. Ja. Ja.
jetzt leider eine verkürzte Fahrt.